Heute zusammen und willkommen in der Schweizer Bastelbude zum Kanalupdate Mai 2024. So, es gibt einiges zu sagen, es gibt einiges zu beichten und zu berichten in diesem Kanalupdate Mai. Wir haben 6 Videos rausgebracht. Das erste Video war hier die Alien Warrior. Da haben wir ein Video rausgebracht gehabt den Monat. Dann haben wir anschließend die Lea rausgebracht. Dann haben wir die Alien Queen haben wir herausgebracht, das Video. Dann haben wir gleich stark nachgelegt mit dem Luke Skywalker. Und zum Schluss haben wir dann noch der Vader gemacht. Der Darth Vader. So. Das waren vorab mal die Videos, unsere Bemalvideos von Star Wars Legion, genauso wie für das Boardgame für Aliens. Dann sind wir natürlich zurückgegangen, weil ja natürlich die dritte Edition anstehe dort von Bold Action. Die wird voraussichtlich im September rauskommen. Da werden wir nachher kurz noch 2-3 Worte verlieren. Und dann haben wir gesagt, gut, wir müssen jetzt in Bold Action wieder einsteigen, wegen der dritten Edition. Also habe ich nur ein Video rausgebracht über das Review der Waffen-SS Bold Action, ne, von Warlord Games. Und ja, das waren unsere Videos im letzten Monat oder in diesem Monat im Mai. Und ich muss sagen, ich habe mega Freude, dass ich diese Videos rausbringen konnte, denn ich behaupte jetzt einfach mal, die Miniaturmalerei wird immer besser. Und ja, ich habe mega Freude, ganz einfach. Was haben wir natürlich diesen Monat gemacht? Wir haben diesen Monat natürlich auch noch ein bisschen was gebaut. Ich habe es tatsächlich geschafft, in den letzten Tagen, vor 14 Tagen, habe ich mich hingesetzt und habe tatsächlich alle Bold Action Waffen SS fertig gemacht. Das sind jetzt 41 Miniaturen. Die sind jetzt komplett aufgebaut. Die sind jetzt in der Zwischenzeit auch trocken, weil die jetzt eine Woche rumgestanden sind, auf Deutsch gesagt. Die habe ich komplett gebaut. Sind insgesamt 93 Miniaturen. Die sind auch alle komplett aufgekorbt und auf die Base aufgeklebt. Das heißt, die werden jetzt dann noch in der nächsten Zeit werden die noch grundiert und dann werden die bemalt. Und natürlich werde ich dann stellvertretend werde ich da eine Miniatur wieder raussuchen und werde dann hier die komplette Bemalung als Video rausbringen. Aber nagelt mich da aktuell nicht fest, was dort noch passiert. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die Waffen-SS soweit fertig. Ist natürlich viel Arbeit, alles einzeln zu entgraten, aufzubauen, sicher eine kleine Liste zu erstellen, wie, welche Position. Aber wie gesagt, da werde ich noch ein extra Video machen. Das hat mir natürlich wieder mega Freude gemacht. So, und jetzt greife ich nochmal drauf vor, denn was haben wir gemacht? Ich habe komplett Tiger 1 Panzer fertig, der ist spielbereit. Da habe ich jetzt auch Blei rein, also Angelblei habe ich jetzt reinbaut, dass der auch eine Schwere hat. Und der ist komplett fertig, spielbereit. Einzigste, was ich mir noch überlege, das werden wir aber dann noch sehen, ob ich den noch ein bisschen abtarne. Ne? Aber wie gesagt, da gibt es dann auch demnächst ein neues Video davon. Gut, ansonsten bin ich mitten in der Produktion von Star Wars Legion auch natürlich. Da sind wir jetzt auch bei der nächsten Miniatur dabei und da wird es dann auch wieder ein Video geben. Wann, weiß ich noch nicht. Und da kommen wir jetzt dann dazu. Manche Leute haben vielleicht gemerkt, wie
Thomas hat jetzt seit über 6 Monate montags kein Video rausgebracht. Kein Star Wars Legion oder Legend oder Legion oder nennt's wie ihr es wollt. Ja, hat er nicht. Ganz einfach. Es gibt 2 Gründe. Ne? Der erste Grund ist, mein Laptop gibt langsam aber sicher den Geist auf. Das heißt also, das Problem liegt daran beim Schneiden. Wenn ich die einzelnen Segmente reinsetze, dann optimiert der gefühlt 1 Stunde für eine bestimmte Sequenz von der Länge. Und wenn ich dann nur Zeitraffer mache, weil meine Bemalvideos werden ja in Zeitraffer gemacht, letztendlich geht ja so ein Video, wenn ich ein Video schneide, der Rohschnitt, sage ich jetzt mal, ist ein Video von Star Wars Legion, dauert ungefähr zwischen 54 Minuten und 1 Stunde, sage ich jetzt mal. Also das liegt immer so, oder zwischen 50 Minuten und 1 Stunde. In etwa. So, und diese werden zeitkomprimiert, weil ich mir denke, einfach, es guckt keiner ein Video an von 1 Stunde, wo einer einen Pinsel malt. Also wird dann Zeitraffer genommen, das heißt, dass ich komprimiere die Zeilen runter. Das heißt, ich tue die in der Regel 350%, die einzelnen Abschnitte, manchmal auf das 150% Geschwindigkeit zu, manchmal auf 450%, aber nie mehr als wie 500%, weil sonst ist es schlecht fürs Auge. Also das ist so meine Erfahrung. Und dann wird es halt ziemlich ätzend. Und wenn ich das dann mache, dann optimiert er diesen Prozess unheimlich lang. Das heißt also, der Laptop, den, was ich jetzt gerade habe zum Bearbeiten der Videos, der ist jetzt in die Jahre gekommen. Ich nenne es mal so. Um einen Brief zu schreiben mit Word oder mit Excel oder whatever, reicht es vollkommen aus. Es reicht auch noch ein bisschen Bilder zu machen. Und letztendlich ist es so, ja, ich brauche einen neuen Computer. Ganz einfach. Um einfach noch bessere Videos mit neuer Schnitttechnik und so weiter, weil das Programm kann viel mehr, als was ich aktuell nutze. Ich benutze dieses Moabi-Programm zum Schneiden für meine Videos und das kann viel mehr, was ich aber aktuell mit meinem Rechnerstand nicht umsetzen kann, weil sonst brauche ich die ganze Nacht für ein Video für 15 Minuten, sage ich jetzt mal. Und ja, und das habe ich dann extrem festgestellt beim Schneiden von diesem Review, von dem Bold Action, und habe festgestellt, oh, ich habe Videomaterial noch und nöcher. Wie gesagt, das ist auch noch Videomaterial, kommt jetzt noch von dem Diorama zum Beispiel, was ich noch habe. Ich habe noch zig andere Videomaterialien, wo ich eigentlich schneiden könnte, auch von Alien, wo ich schneiden könnte, und aber der Rechner macht es einfach nicht mit. Also das heißt, ich muss jetzt warten, bis der neue Rechner kommt. So, das zum Thema Schneiden und warum jetzt kein Video kommen ist. Deswegen ist auch kein Alien-Video rauskommen oder auch der Tigerpanzer, weil das sind ja, ihr dürft ja nicht vergessen, so ein Standard-Bemal-Tutorial für Star Wars Legion hat 56 Einstellungen. Ne? Immer. Letztendlich sind es immer 56 Einstellungen. So, und diese 56, das macht den Rechner wirklich platt. So, und das ist einfach, ja, ätzend. Ne? Und ich werde mit dem Rechner hier, was ich hier habe, werde ich dieses Video, Kanalupdate, werde ich heute noch bearbeiten. Das heißt, dass es dann morgen, also heute ist ja Donnerstag, morgen ist ja der 31., der letzte Tag, um 10 Uhr kommt ja das Video. Also wenn ihr das jetzt seht, hallo, wir haben jetzt Freitag, 10 Uhr. Ne? Und ja, das werde ich jetzt noch hinkriegen, weil das sind wirklich viele Einstellungen und da brauche ich auch nicht so lange zum Optimieren, da gibt es auch keinen Zeitraffer, weil das frisst halt natürlich Speicher und das kann der alte Rechner nicht. So. Das zu dem Thema. Was haben wir uns jetzt natürlich gekauft? Diesen Monat für die Schweizer Bastelbude. Ja, eigentlich sind es nur,
drei Päckchen. Aber die haben es in sich. Der erste ist, das zeige ich euch, das erste Päckchen, eine neue externe Festplatte. 4 Terabyte brauche ich natürlich für meine Videobearbeitung und alles drum und dran, eine neue externe Festplatte, weil ich habe mir das angewöhnt, alles auf externe Festplatten drauf zu spielen, weil ich brauche Speicherkapazität. Das war das erste, war ein Angebot, ich habe ausgegeben 100 Franken. Okay? Das zweite, ich habe eine neue Maus von Acer, Nitro Maus, runtergesetzt von 50 Franken auf 15 Franken. Aber gesagt hat, eine neue Maus ist vielleicht nicht schlecht, gibt es noch ein paar Tasten dazu. Mal gucken, ob die funktioniert. Wenn nicht, dann nehme ich wieder meine Logitech-Maus, eine 0815-Maus. Ich brauche keine Gaming-Maus oder wie auch immer. Zeit ist schon längst vorbei. Gut, das war mein zweites Päckchen. Jetzt kommt mein drittes Päckchen. Das ist ein bisschen größer, weil diese drei Päckchen sind jetzt heute gerade oder heute Morgen angekommen. Esther hat die entgegengenommen, denn Tara. Mein neuer Laptop. Ein Acer Predator. Genau, ein Acer Predator. Und da freue ich mich mega drauf. Das ist natürlich eine Maschine. Die habe ich mir extra organisiert. Mit 32 GB Arbeitsspeicher, 2 TB SSD Festplatte sowie 8 GB Nvidia, was ist das, 4000, hast du nicht gesehen, Grafikkarte. Ich denke, der reicht. Dann kann ich wieder meine Monitore anschließen über meine Docking Station, weil ich ja einen alten Acer habe. Also das funktioniert. Funktioniert alles hier mit USB-C Anschluss. Das müsste eigentlich gut funktionieren. Das ist das, was wir uns diesen Monat gekauft haben. Und glaubt mir, ich sag's euch jetzt wirklich, der Laptop war nicht geplant. Er war wirklich nicht geplant. Nur, Leute, wenn ich länger brauche, ein Video zu schneiden, als wie ich eine Miniatur malen tue, dann macht es alles keinen Spaß. Na, weil Zeit ist der bekannte Faktor, was ich absolut nicht habe. Es ist wirklich alles durchgeplant bei mir. Das ist unglaublich. Und wie gesagt, hat der Predator, dieser Laptop, was ich mir da gekauft habe, da habe ich jetzt wirklich rumgehadert und gemacht und getan. Da habe ich auch Bekannte gefragt und ja, wie gesagt, hat ihr wollt nicht wissen, was das Ding kostet. Es ist auch uninteressant. Mir ist es wichtig gewesen, dass ich mir jetzt tatsächlich eine Maschine gekauft habe. Warum ein Laptop und nicht irgendwie ein normaler PC? Ganz einfach, weil wenn ich unterwegs bin, ich sage jetzt mal mit Absicht nicht in Urlaub, weil wir fahren nicht in Urlaub oder so, zurzeit aktuell nicht, dann möchte ich den Laptop doch gerne mitnehmen, dass ich dann noch irgendwas machen kann, für die Bastelbude, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 14 Tage irgendwo bin und habe nichts mit der Schweizer Bastelbude zu tun. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich eigentlich immer und permanent in meiner Bastelbude bin, weil das ist eigentlich so, ja, für mich ist es halt wichtig und dann kann ich zumindest mal ein paar Videos schneiden und so. Und das ist der Grund, warum ich mir diesen gekauft habe. Den habe ich auch selber bezahlt. Also sprich, Esther und ich, wir haben den bezahlt. Dafür gehe ich arbeiten. Da ist kein Sponsoring dabei oder sonst was. Es ist keine Werbung, gar nichts, sondern das ist einfach nur alles. Alles, was hier gekauft worden ist, beziehungsweise was hier steht, wurde gekauft. Außer ich habe es zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich habe keinen Sponsorvertrag oder Werbepartner oder sonst was. Auch wenn ich sage, oh, das ist jetzt Acer und das ist jetzt Warlord Games oder das ist jetzt Vallejo und AK Interactive oder whatever. No, alles aus meiner Tasche, also sprich von mir und von der Esther, ihrem Geld wurde das hier alles bezahlt. Das möchte ich hier nochmal ganz klipp und klarstellen.
Wenn natürlich einer Lust hat und möchte mich sponsern, ist es kein Problem, weil auf Patreon, Schweizer Bastelbude, sind wir auch vertreten. Aber das ist nicht mein Primärziel, ne, zu sagen, hey, geht auf Patreon und spendet oder whatever. Ne? Nee, ist es nicht. Ich habe das jetzt mal eingerichtet, um einfach mal zu schauen, wie das ganze Ding funktioniert oder wie auch immer. Ne? Da bin ich jetzt schon seit 3 Monaten drauf, aber ich habe in noch keinem Video irgendwas reingeschrieben, ja, Patreon, Patreon, Patreon oder spendet, spendet, spendet. Nein, nö, nö, ich sag's jetzt, das erste und das letzte Mal, wir sind auch auf Patreon. Nur, dass das mal ganz klar gesagt worden ist. Oh, und dass ich natürlich mir diesen Laptop gekauft habe, ist natürlich alles andere in der Schweizer Bastelbude alles nach hinten gestellt worden. Aber, und jetzt geht nämlich das große Aber los, ich habe auch gerade aktuell gar nichts vor, indem ich hergehe und kaufe irgendwas Neues, denn ich habe noch so viel altes Zeug und durch Bold Action hier jetzt in Hinsicht auf die dritte Edition, da habe ich natürlich noch genug, weil wie gesagt, da hinten in diesem Schrank da, hier in diesem Schrankteil, da ist alles noch voll. Also wir haben noch die Amerikaner und auch die Engländer haben wir noch, wir haben noch Teile Russen, das Starterpaket da, also diese Standard 30 Miniaturen, die Russen sind Starterpaket nur hier, genauso wie diese Support Group, das habe ich auch hier, ich habe die Engländer da, ich habe die 8. Armee da, ich habe noch die Desert Rats habe ich noch hier. Und von der Amis natürlich auch alles. Das Einzige, wo ich mir jetzt ein bisschen Augen ausschauen tue, sind, ich möchte die US Rangers, der kommt jetzt im Juni, kommt der neue Range raus aus Plastik, weil die alte Ranger habe ich da, die US Ranger, da möchte ich die gerne haben. Das ist ein 30er Satz, der kommt neu raus. Das ist, was ich mir jetzt gerne anschaffen würde. Aber das ist, sage ich mal, 1-2 Pakete, was ich da haben möchte. Das ist also nicht wirklich viel. Und das möchte ich gerne haben. Und das werde ich mir auch, denke ich mir, wenn es verfügbar ist hier in der Schweiz, werde ich mir das bestellen. Das ist einfach nur mal so. Aber aufgrund von dieser Anschaffung jetzt hier, von diesem Laptop und ein bisschen Zubehör, weil Arbeitsspeicher, die Festplatte habe ich noch gebraucht, weil ich habe nur noch 135 Terabyte Festplatte, 135 Gigabyte, von 12 Terabyte sind es insgesamt, habe ich jetzt nur 135 Gigabyte Festplatte speicherfrei, das reicht jetzt noch für das Video. Und das Konvertieren, das Video machen und ja, und dann muss ich die neue anklicken oder anlegen und dann muss ich mal schauen, was ich noch runterlöschen muss von den alten transportierenden externen Festplatten, sage ich jetzt mal. Ja, und dann schauen wir einfach einmal. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir sonst nichts gekauft haben. Auch kein Verbrauchsmaterial, also wirklich definitiv nichts. Habe ich mir bestellt oder gekauft im Mai. So, was machen wir jetzt natürlich im Juni? So, der Juni ist morgen. Morgen ist nur der letzte Maitag. Ab Samstag geht's los. Ich werde definitiv an dem kommenden Wochenende werde ich mir den Laptop zur Seite nehmen, werde mir den einrichten. Werde hier mal mein ganzer PC-Ecke, wo ich hier habe, die ist nämlich genau, wenn ihr jetzt hinter euch gucken könntet, könnt ihr aber nicht, aber hinter euch ist meine PC-Ecke. Das sind meine Monitore, alles drum und dran und ich spiegle alles auf meinen Fernseher, weil der ist nämlich genau da oben. So, spiegle ich normalerweise alles rüber und das ist eigentlich recht cool und das macht mir auch mega Spaß. Dann sieht nämlich auch einer, der wo hier hockt, na, kann er dann auch über sich drüber gucken, da laufen dann auch Filme oder Radio oder wie auch immer, wenn ich hier arbeite, du, weil die Werkbank ist ja hier. Hier ist mein Regal mit meinen Ersatzteilen bzw. meine Bausätze. Jetzt habe ich euch das mal kurz erzählt. So, und ja, und da möchte ich mir am Wochenende wirklich die Zeit nehmen, dass ich den Laptop herrichte, mit den Programmen installiere und so weiter und so fort. Und auch einrichte meinen Arbeitsplatz und ja, das möchte ich einfach machen.
Da habe ich jetzt auch Lust drauf und hat auch genug Geld gekostet, sage ich jetzt mal. Und dann fange ich das Videoschneiden an. Das heißt, das nächste Video, also nicht das Video hier, sondern das nächste Video, was kommt, ob das Montag ist, ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das tatsächlich schaffe, dass am Montag ein Star Wars Video kommt. Das weiß ich nicht. Vielleicht lasse ich es auch einfach mal aus. Ne? Kann auch sein. Ne? Und am Donnerstag würde ich gern eventuell das Diorama machen, also das Diorama somewhere in the Middle East, wo er fertig ist. Das habe ich bereits schon alles als Datei auf dem Rechner, beziehungsweise auf meiner Festplatte. Muss eigentlich nur noch geschnitten werden. Das wäre eigentlich mal eine coole Idee. Oder ich mache sogar den Tiger 1, ne? Panzer. Da bin ich jetzt echt am Überlegen. Also, das ist jetzt noch mal geplant für die nächste Woche, denn ab dem 7.6., also 7.6. ab dem Freitag, weil ich arbeite nur bis Donnerstag und dann habe ich tatsächlich 14 Tage frei. Ob ich da dazu was komme in der Bastelbude, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Denn Esther möchte das Haus umbauen. Nichts Dramatisches, es geht um ein Zimmer, wo wir sanieren müssen und möchten auch. Und ich möchte mir die Zeit nehmen, mit der Esther genau dieses Zimmer so schön herzurichten und zu machen. Und ja, es ist nicht ganz leichter Weg, was wir da gerade bestreiten, unser Esther und also meine Esther und ich. Und wir möchten uns ein schönes Zimmer herrichten. Und dafür möchte ich diese 14 Tage Urlaub nutzen, mit der Esther zusammen ein Modell im Maßstab 1 zu 1 zu bauen, zu sanieren und uns eine Wohlfühloase basteln. Ich sage es jetzt mal genauso, wie es ist. Ich möchte uns eine Wohlfühloase basteln, dass wir zufrieden sind. Das ist jetzt das Ziel. Alles andere wird dann kommen, ob mir da jetzt in diesen 14 Tagen, das kann gut möglich sein, dass mir da einfach einmal nicht so präsent sind, wie es eigentlich in der letzten Zeit war. Sage ich euch ehrlich, wie es ist. Die Leute, wo mich kennen und die, wo mit mir engen Kontakt haben, die wissen, was passiert ist und das ist nicht wirklich schön und ja, da brauchen wir jetzt einfach mal ein bisschen Zeit für uns, also für die Esther und für mich. Bei uns ist alles in Ordnung, kein Problem. Also keine Sorgen machen oder sowas, sondern es ist einfach nur ja, eine Herzensangelegenheit, sage ich jetzt einfach mal, wo wir jetzt eigentlich so umsetzen möchten, wie wir uns das eigentlich so vorstellen. Und die Leute, die es wissen, wissen das. Und die Leute, wo es nicht wissen, wissen es auch nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Ja, das ist einfach so. Und deswegen werde ich jetzt da ein bisschen in dieser Hinsicht eventuell ein bisschen kürzer treten den Monat, zumindest auch in dieser Zeit, wo ich jetzt Urlaub habe. Natürlich werde ich weitermachen hier mit dem Basteln. Da kommt auch eine sehr erfreuliche Geschichte, kommt da. Da wird es definitiv ein Video geben drüber, denn der Patrick kommt zu mir und der Patrick kommt am 7., 8. und am 9.6. zu mir und wir machen den Workshop mit dem Diorama. Vom Karton zum Diorama wird es auch wieder ein Video geben. Da werden wir wieder was machen in 1 zu 35. Zu zweit wieder 3 Tage. Ja, da bin ich auch. Da freue ich mich sehr drauf. Weil das lenkt er uns ein bisschen ab. Auch der Patrick und Esther, da lenken wir uns ein bisschen ab von diesem Thema, was wir da jetzt gerade daheim haben. Und ja, da freuen wir uns beide drauf. Auch der Esther freut sich, dass der Patrick kommt. Denn Patrick war jetzt 3 Wochen in der Bretagne. Ich habe den jetzt über 3 Wochen nicht gesehen. Wir haben zwar zwei, dreimal telefoniert. Das war auch schön und das war auch cool. Aber wie gesagt, ab nächste Woche Montag ist er wieder hier da. Da gibt es dann auch natürlich die ein oder andere Besprechung. Da freue ich mich schon drauf. Und dann anschließend gehe ich in den Urlaub.
Und Patrick kommt dann, weil er gesagt hat, er fällt jetzt nicht zurück. Am Freitag, wenn er noch, am Freitagabend nur ein Meeting hat, dann ob er nicht am Freitag bei mir das machen könnte. Na, ich sage, natürlich kannst du das machen, das ist ja kein Problem. Ne? Und ja, wie ihr seht, D-Day, mal ein bisschen anderes Thema, ein bisschen D-Day, 80 Jahre, am 6.6., 80 Jahre her. T-Shirt habe ich mir bestellt bei im Sascha Tabletop Basement. Da guckt er mal in den Shop vorbei. Der freut sich natürlich. Man darf aber nicht vergessen, er ist gerade im Urlaub. In diesem Sinn, Sascha, wenn du uns sehen solltest, ja, schöner Urlaub noch. Und ja, geht mal beim Tabletop Basement Shop vorbei. Na, da gibt es tolle T-Shirts, tolle Sachen. Ja, ist immer ein Abstecher wert. In diesem Sinn, ich werde es ziemlich kurz und knackig machen. Ja, war es das für unser Monatsupdate? Ich denke, ich habe jetzt genug geredet. Ich hoffe, ich kann ja, in der nächsten Zeit andere Content bringen, beziehungsweise schnitttechnisch vielleicht noch ein bisschen mich verbessern mit dem neuen Laptop, mit den Vorhaben, was wir haben. Die Waffen-SS werden wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen weitermalen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, habt da Verständnis dafür, dass mir jetzt einfach diese 2 Wochen Urlaub, was ich jetzt da mache, doch meine Esther mehr in den Arm nehmen als wie normal. Sagen wir es mal so. In diesem Sinn, ich wünsche euch wirklich, bleibt's gesund, gebt euch Sorg, Flu an, eure Schweizer Bastelbude, Esther und Thomas.